Na gut, wir wollen da rein. Wollen, ich weiß ja nicht. Wenn die hier draußen alle schon diese Drachenodem schmeißen, dann wird das da drin wahrscheinlich garstig werden. Aber Buffs sehen soweit gut aus. Gucken wir rein. Schloss Gloaming. Wer weiß schon, warum die Totenbeschwörer es für nötig hielten, ein Schloss tief im Schoße der Erde zu errichten. Schloss Gloaming ist auf jeden Fall hässlich, düster und sehr, sehr sicher. Ist Hallo? da drin TV? Ist auch wirklich sicher? Nee, es ist nicht sicher. Ich schätze nicht für uns. Und das sind, glaube ich, schon die, die die Drachenodem schmeißen könnten. Und da wir hier keinen Platz zum Ausweichen haben, denke ich mal, werde ich mehr im rundenbasierenden Modus arbeiten. Das heißt, du. Implosion auf die da. Du. Es ist keine Untote, also macht das schon mal keinen Sinn. Aber wir können sie lähmen. Besagt, die da machen wir jetzt tot. Und die da lähmen Ist da wir. drin TV? Sehen wir, dass du gelähmt bist? Nur daran, dass du dich nicht bewegst, richtig? Sie zuckt die ganze Zeit rum und ködert uns mit ihrem Finger, aber wieder macht gar nichts. Okay. Du lebst. Wieder. Gewonnen? Ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Das ist ein sehr mächtiger Zauber. Um nicht zu sagen, sehr, sehr mächtig. Ha, okay. Oh. Ja, die kriegen uns so kaputt. Okay. Wir müssen halt echt nur darauf achten, dass wenn Drachenatem kommt, dass wir sofort heilen, weil danach sind wir viel zu verwundbar. Oh. Yeah. Das war keine gute Idee. Vor allem, was machen davon vier Stück oben auf dem Haufen auf dem Turm? Also. Du. Heilen. Also hochgehen, zwei Leben. Was lohnt, okay. Stirb. Wow. Federfall haben wir, oder? Der Fall, ja. So, eine ist schon mal tot. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da hin müssen. Aber es würde Sinn machen, wenn man auf beiden Seiten vielleicht einen Schalter oder so drücken können. Ich falle da irgendwie mal durch. So, geradeaus. Hier rum. Platt. Platt. Oh, wir können erstmal auf den Burgzinn langlaufen. Das ist eine Idee. Wenn wir da dann überhaupt rüberkommen. Springen. Nee, kommt man nicht rüber. Das ist ärgerlich. Aber es ist kein Schall. Oh, doch. Nee, es ist nur ein Glitch. Also das Ganze hier war eigentlich für die Katz. Aber wir machen es trotzdem auf der anderen Seite. Damit wir hier im Eingangsbereich. Eingangsbereich schlafen können. Kaputt. Kein Problem. Ja, die Litsche sind irgendwie echt wirklich mau. Kaputt. Tötet mächtiger Schlitsch mit einem Zauberspruch. So, kann schon nicht wieder runterfallen, zigtausendmal. Alles klar. Hier oben ist auch nur eine drauf und sonst sehe ich hier keine Türme in Entfernung. Aber unser Fackellicht kommt auch nicht sonderlich weit. Na gut, Eingangsbereich gesichert. Wir haben Rückzugsort fürs. Was war das? Oh. Hallo, Vampir, der in der Wand steckt. Nichts geht über einen guten Kampf. Wir haben einen Rückzugsort, wollte ich sagen. Und den werden wir jetzt weiter. Wow, ausbauen. Ja. Du. Töten. Du heilen. Enter.
Ja, Prismending, das macht doch mehr Schaden bei Untoten, oder? 25 Punkte plus 1 Punkt pro Fähigkeitswert. Nee, macht nicht mehr Schaden, okay. Dann halt das da. Auch wenn die Vampire nicht wirklich schlimm sind, aber ich will sie weghaben. Damit ich auf die Damen des Hauses schießen kann. Die da hinten rumtouren. Wir haben bald keine Zauberpunkte mehr. Wie viel, was für ein Alter hast du? 54. 54 ist noch okay. Das heißt, wir stürmen da jetzt rein, töten ein, zwei. Oh. Machen dann Gottes Eingriff. Oh, neues Licht. Machen dann Gottes Eingriff. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Und töten noch mehr. Den ganzen Kleinkram weghauen ist auch schon eine sehr gute Idee. So. Wow, okay. Mach du mal ganz kurz den zu deinem Standardzauber. Du machst bitte den auch zu deinem Standardzauber. Schon fertig. Laufst du in der Ecke und machst einfach nur 10, 10. Und was weiter. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Es sind auch gar nicht so viele, ne? Ja, ist albern. Hast du vollkommen recht, Alana. Du, anderer Standardzauber. Nämlich gar keinen. Und das da. Und du, anderer Standardzauber. Lebenssäurestrahl. So. Oh, da hat ein Schrapnell Talana direkt getroffen, denke ich mal. Heilung. Heilung. Gott. Das tut irgendwie weh. So. Eine ist noch hier. Genau, du. Stirb. So, noch eine Heilung. Und dann wird der Bereich hier auch sicher. Das geht wesentlich besser, als ich dachte. Ich meine dafür, dass wir jetzt schon zweimal sehr schnell hier drin gestorben sind, in der Stadt der Toten. Oder Nekromanten. Wenn man einfach nur ein bisschen vorsichtiger vorgeht, klappt das schon. Fissel, fissel. Ist das ein Holzboot in der Lava? Ja, ist ein Holzboot in der Lava. Na gut. Lassen wir mal so stehen. Wir wollen nicht hier hoch, wir wollen immer erstmal das Erdgeschoss machen. Oh, und Tote. Oh. Du. Quatsch. Du. Quatsch. Ach ja. War das alles? Du bist ja falsch. So. Hier ist ganz schön viel Lava. Oh, ein paar Fässer. Blaues Fass. Ist was? Weg nach oben wollten wir erstmal nicht. Aber ist hier irgendwas Wichtiges oder ist das nur Deko? Spring mal. Ich glaube, das ist nur Deko. Es wird langsam ein wenig unübersichtlich. Und ich glaube, ich muss teilweise nach oben gehen, um noch weiterzukommen. Das könnte chaotisch werden, aber na gut. Oh. Das ist wohl so eine Art Essenssaal. Oh, und wo ich gerade die ganzen Bilder sehe, wir könnten hier ein Auge drauf halten, ob irgendwo eins der drei gesuchten Bilder hier ist. Knüppel. Oh, und unsere Jungs und Mädels sind müde.
Das ist nicht gut. Du. Lass mal das da. Ups. Brauchen wir wirklich noch so ein Albernes? Können wir das wirklich brauchen? Können wir das ja, wirklich brauchen? Wir brauchen momentan alles, Talana. Wir haben nicht mehr so viel Gold. Jedenfalls im Vergleich zu vor kurzem. Naja, können wir nichts aufheben an Bildern. Und nebenbei können wir auch gleich mal nach Geheimtüren suchen. Weil alte Schlösser, gerade alte Schlösser von Bösewichten, haben fast überall immer irgendwelche Geheimtüren. So, da ist noch ein Aufgang. Nee, da waren... müssen wir nach oben. Da war kein Aufgang, da ist ein Weitergang von hier oben, also da lang. Wow, okay. Kaputt. Das tut irgend... Aha. Kiste mit Seelengefäßen, genau die brauchen wir für die... Eine Aufgabe. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So, weg, 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 weg. Du heil uns mal bitte. Noch tiefer runter? Wo sind wir hier? Lava. Oh, ich glaube, wir sind wieder auf dem, auf der Ausgangshöhe. Was ist das da hinten? Eine Kiste? Oh. Oh. Ihr wollt jetzt nicht ernsthaft von mir, dass ich runter in... Wow, okay. Lava springen, um eine Kiste zu öffnen. Und hier ist wieder ein Holzboot in der Lava. Ja, lauf, 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 lauf. Wir sind noch nicht auf dem Damm. Wenn jetzt ein Drachenodem kommen würde, wären wir tot. Tot sein ist nicht schön. Das kostet nämlich Gold. Suchaufträge. Holt die Altarstücke aus dem Tempel der Finsternis. In der Grube. Wir sind nicht im Tempel der Finsternis. Wir sind jetzt im Schloss von Archibald. Holt die Kiste mit Seelengefäßen aus Schloss Glooming. Das haben wir. Festgewandt in der Grubenhalle. Und das ist nicht hier, sondern es ist in Niggen. Also wir hier drin eigentlich erstmal fertig. Wir könnten noch weiter aufräumen, aber aufräumen mache ich lieber später, wenn wir noch stärker sind. Das heißt, du geh bitte raus. Und zwar nicht setzen, sondern zurückrufen. So. Also, verkaufen. Da ist zu. Nee. Die feinsten Rüstungen. Verkaufen. So. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Gold sieht langsam wieder okay aus. Zink. Vielen Dank. Stufenaufstieg. Die beste Ausbildung des Landes. Hervorragend. Okay, dauert noch. Aber wir können jetzt eine Queste abgeben. Und dadurch müsste das Ganze schon wesentlich besser aussehen. Also was Erfahrungspunkte angeht. Es war doch für eine von den Auftraggebern hier. Ich glaube schon. Also nicht Auftraggeber, sondern die, wie hießen die? Berater des obersten Magus? Irgendwie so. Die waren nicht hier. Die waren am Ende. Hier irgendwo. Da war der Typ, den wir erst später machen konnten. Hier ist die Finsternis-Geschichte. Hier war die Tatalia-Geschichte. Hier müsste es sein. Seelengefäße. Sir Kennigam betrachtet neugierig die Gefäße, als ob er einer Giftschlange hinter Glas beobachten würde. Das sind also die Seelengefäße. Ich hatte etwas Eindrucksvolleres erwartet. Gute Arbeit. Er nimmt die Gefäße an sich. Ich werde sicherstellen, dass sie nie wieder auftauchen. Okay. Also wir müssen nur noch in den Tempel der Finsternis das Bruchstück holen, was so ähnlich aussehen wird wie das da. Dann können wir den Auftrag von ihm annehmen und danach zum Magus zurück. Und dann kriegen wir hoffentlich das Talent für die antiken Waffen. So, Erfahrungspunkte. Genug für den Aufstieg. Jo.
Das machen wir. Dann teleportieren wir uns zurück in die Grube und suchen den Tempel der Finsternis. Das könnte da sein. Also es gibt einen Bereich, da springt man in den Teleporter, kommt in einen Bereich, kann wieder zurückgehen, springt mit demselben Teleporter nicht zurück, sondern in den nächsten Bereich. Und da gab es eine Ecke, wo ich mal gesagt habe, da sind ganz viele Magierschulen eventuell. Eventuell ist da aber auch der Tempel. Die beste Ausbildung. Aber gucken wir uns einfach um. Hervorragend. Hervorragend.